Liebe Kunst- und Kulturfreunde, heute am 28. Oktober 2020 ist es wieder soweit. Drastische Einschränkungen werden Kunst, Kultur und viele andere Bereiche treffen. Es ist also an der Zeit, da die Galerie sonntags auch nicht mehr geöffnet haben wird, im November zumindest wird es so sein, dass wir einen kleinen Rundgang durch die aktuelle Ausstellung von Sibylle Henschel machen. Eine kleine Entschädigung, da ja nun Besuche direkt in der nächsten Zeit nicht möglich sind. Die Eröffnung konnten wir noch entspannt, natürlich nicht mit ganz so vielen Besuchern wie sonst machen. Die Bewirtung fand vor der Tür statt. Ein Pavillon wurde aufgebaut. Alle haben sich ja eigentlich entspannt und sicher wohlgefühlt und konnten die Werke von Sibylle Henschel bewundern. Ja, die Ausstellung, die nun bis zum 20. Dezember laufen soll, wird ja im November nun nicht zu besuchen sein. Wir wollen aber schauen und hoffen, dass es im Dezember noch die Möglichkeit gibt. Gut, je nachdem, wie die Entwicklungen sind, wir müssen schauen, auch die Ausstellung vielleicht ins neue Jahr zu verlängern. Sibylle Henschels Bilder sind mit großer handwerklicher Finesse gearbeitet. Spiel von Licht und Schatten ist beeindruckend. Besonders ihre Faltenwürfe die Szenen immer wieder ja, zum genauen Hinschauen. Hier ein Element, das man auch als verbindendes Element der Ausstellung sehen könnte. Die Bänder, die fast eine dreidimensionale Wirkung haben. Hier sind wir, wer die Galerie kennt, im kleinen Raum und auch hier Arbeiten, die uns genau hinschauen lassen. Ja, dieses ist ein Video wieder in einem Stück aufgenommen, ohne Schnitte, ohne Zensur, frei gesprochen, und wir hoffen mal, dass es eine kleine Entschädigung sein kann, wenn man die Ausstellung nicht persönlich besuchen kann. So, noch einmal zurück aus dem kleinen Raum. Wir gehen noch einmal über den Flur Richtung Eingang und sehen uns noch einmal im großen Raum um und werden noch ein Bild im Detail uns ansehen. Ja, für mich in diesem Moment eigentlich so, wie diese junge Frau dort sitzt, nachdenklich, in der Rückansicht dargestellt. Das Gesicht zeigt natürlich oder ist natürlich jetzt nicht vom Ausdruck her zu sehen, aber für mich bedeutet es Träumen, vielleicht auch große Nachdenklichkeit. Und wir hoffen mal, dass wir gut über diese schwierige Zeit kommen. Und natürlich freuen wir uns, wenn sich die Dinge entspannen, wieder auf Besuche in der Galerie und verabschieden uns mit besten Wünschen für diese Zeit. Bleibt gesund, haltet Abstand
Aber vergesst nicht, Kontakte, Freunde und Familie aus den Augen zu verlieren. Denkt auch an Kunst und Künstler.